Das Erich von Däniken Vermächtnis. Was soll das sein? Ich muss es wissen. Ich bin der Erich von Däniken. Und wie alles, beginnt alles vor Jahrtausenden, vor Jahrmillionen. Am Anfang, die Astrophysik sagt, am Anfang war der Urknall, Big Bang. Aus einem Uratom hat sich das ganze Universum gebildet. Die Religion behauptet, am Anfang war Gott und Gott war das Wort. Was war nun eigentlich am Anfang? Niemand weiß es, weder die Religion noch die Astrophysik. Der sogenannte Urknall braucht auch sowas wie eine Initialzündung. Von nichts kommt nun mal nichts. Das wäre unwissenschaftlich. Und die Religion weiß es einfach nicht. Es muss wohl irgendwo angefangen haben. Und damit müssen wir uns befassen. Wo hat's angefangen? Wer hat angefangen? Jetzt kommen wir auf die biblische und auf die jüdische Tradition und Überlieferung. In der Bibel wird gesagt, der liebe Gott habe schließlich die Erde erschaffen in einem mehrtägigen Werk und als Krone der Schöpfung schuf er den Menschen, diesen Adam und später den Eva. Jetzt, wenn es so gewesen wäre, was ist denn dieser Gott, der hier die Erde schafft und das erste Ehepaar? Nochmals, wir wissen es nicht. Wir tendieren dazu, Gott als Person zu sehen. Ich weiß auch nicht, was Gott ist. Ich nenne es respektvoll der grandiose Geist der Schöpfung. Die unheimliche, faszinierende Schwingung, die überall da ist. Aber diese Schwingung, bleiben wir mal beim Wort Gott, müsste ein paar minimale Eigenschaften haben. Der grandiose Geist der Schöpfung, Gott, müsste fehlerlos sein. Der macht keine Fehler. Der grandiose Geist der Schöpfung lügt selbstverständlich nicht. Der grandiose Geist der Schöpfung steht außerhalb der Zeit. Ich kann mir keinen Gott vorstellen, der Experimente machen muss. Jetzt muss er zuerst mal abwarten, wie sie ausgehen. Das kann es ja nicht sein. Und der grandiose Geist der Schöpfung braucht auch keine Fahrzeuge, um von Punkt A nach Punkt B zu gelangen. So was ist das, Gott? Lauter Widersprüche. Jetzt hat Gott angeblich Adam und Eva geschaffen. Er sagt, ihr dürft alles tun auf dieser Erde, herrschend über Pflanzen, über Tiere, über was ihr wollt. Adam gibt jedem Ding seinen Namen. Doch Gott sagt, etwas dürft ihr nicht tun, von diesem berühmten Baum zu essen. Selbstverständlich ist der Baum nur ein Symbol. Es spielt keine Rolle, sie dürfen alles tun, die Stammeltern. Aber eine Sünde dürfen sie nicht begehen, irgendein Gebot dürfen sie nicht brechen. Prompt machen sie, was Gott in seiner Zeitlosigkeit sowieso schon weiß. Und jetzt ist er schwer beleidigt. Er ist enttäuscht über die beiden Urmenschen, jagt sie aus dem Paradies hinaus und behaftet die ganze Nachkommenschaft, Millionen von Menschen, die Söhne nach Adam und Eva, die Töchter nach Adam und Eva, mit einer Sünde, einer sogenannten Erbsünde. Was um alles in der Welt können denn die Nachfahren dafür, dass Adam und Eva irgendwo in einem Paradies gesündigt haben sollen? Der liebe Gott macht keine Fehler. Aber in der Bibel, da sieht der Herr, es reute ihn, dass er den Menschen geschaffen hatte und es bekümmerte ihn tief. Und er beschließt, die ganze Nachkommenschaft zu ertränken. Die berühmte biblische Sintflut. Ja, jetzt Moment mal. Gott müsste doch zum Vornherein wissen, was gut war. Er selbst hat in der Bibel festgestellt, und Gott sah, es war gut. Aber später reute ihn seine eigene Tat. Ein Gott, der Fehler macht? Und wen ertränkt er jetzt eigentlich? Alle diese Menschen, die ja mit der angeblichen Erbsünde behaftet sind. Die sogenannte Erbsünde müsste jetzt damit von der Welt verschwunden sein. Ist sie aber nicht. Nach langer Zeit schickt Gott seinen eigenen Sohn, angeblich den Jesus. Sie alle, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben sicher schon die Jesus-Geschichte gehört von der Geburt, von der Höhle, von Bethlehem, die Mutter mit dem Jesuskind in der Krippe. Jahr für Jahr lesen wir das oder bekommen es vorgelesen in irgendeiner Kirche. Und niemand weiß, dass die ganze Geschichte ein Plagiat aus viel älterer Zeit ist. Dieselbe Story
wo eine Mutter sich verstecken muss mit dem Kindchen, weil ein König befohlen hat, die Erstgeburten zu töten, wo die Mutter ein Kind in einer Krippe zur Welt gibt, stammt vom Stammvater Abraham, nachzulesen im altjüdischen Schrifttum. Und wir hören's gläubig und staunend, wieder erzählt vom Evangelisten Lukas. Was ist das eigentlich für eine Mär, die wir hier glauben? Jetzt ist Jesus da, angeblich Gottes Sohn. Und was soll dieser Jesus machen? Er soll die Menschen von der Erbsünde erlösen. Aber sind doch schon alle ertränkt worden, die von der Erbsünde. Schön. Jesus kommt also auf die Welt, er predigt, er scheint, wenn man den Evangelien folgt, ein hochintelligenter, wunderbarer und gutmütiger Mensch gewesen zu sein. Er predigt auch den Frieden. Wenn dir einer die rechte Wange schlägt, halte auch die linke Wange hin. Doch die Menschen seiner Zeit, die verstehen diesen Jesus nicht. Die Oberschicht verlacht ihn. Nur ein paar aus dem einfachen Volk hören ihm zu. Schließlich nehmen sie ihn gefangen. Torturen ihn, sie quälen ihn mit einer Dornenkrone, sie geißeln ihn, sie nageln ihn ans Kreuz. Es ist ein qualvoller Tod. Und jetzt, nach dieser Schandtat der Menschen, soll der angebliche liebe Gott, der Adam und Eva geschaffen hat, mit den Menschen versöhnt sein. Im Grunde ist dieser Gedanke, das Blut des Unschuldigen für die Sünden der Schuldigen, ein grauenhaftes Heidentum. Dieser Satz stammt übrigens nicht von mir, sondern von Friedrich Nietzsche aus seinem Buch Der Antichrist. Und es ist so, wir Christen, und ich bin katholisch erzogen worden, wir glauben einen sagenhaften Unsinn. Es wird Zeit, mit dieser Unlogik aufzuräumen. Aber dies ist gerade mal der Anfang der Entlarvungsgeschichte. Unsere Vorfahren haben also, folgt man der Bibel, den Gottessohn abgeschlachtet. Jesus hatte aber auch eine Mutter. Und nach katholischem Glauben ist die Mutter Jesu gleichzeitig die Mutter des Universums. Es ist ein Dogma in der katholischen Glaubenslehre. Ein Dogma ist ein Glaubenssatz. Man muss daran glauben. In der katholischen Glaubenslehre, dass die Mutter Gottes mit ihrem Körper in den Himmel aufgefahren sei. Sie ist sozusagen die höchste weibliche Repräsentantin im Himmel. Im Altertum hatten alle große Religionen auch eine Himmelsgöttin, zum Beispiel im alten Ägypten die Göttin Isis. Um rund 610 nach Christus gibt es im heutigen Saudi-Arabien rund um Mekka einen Typen, der heißt Mohammed. Und dieser Mohammed verbringt immer wieder Zeit in einer Höhle in der Nähe von Mekka. Und eines Tages erscheint ihm der Erzengel Gabriel. Gabriel diktiert ihm schließlich in mehreren Etappen ein neues Buch. Das ist für die Muslime der Heilige Koran. Aber der Erzengel Gabriel sagt dem Mohammed auch, die bisherige christliche Religion sei falsch. Er nun sei der neueste, der letzte Prophet, um den Menschen zu verkünden, was ab jetzt gelte. Wenn die bisherige Religion falsch war, hätte sich der Christengott ja geirrt, hätte die Zukunft nicht gekannt. Was stimmt denn nun? Die neue Religion, die muslimische oder die alte? Beide können nicht stimmen, denn der Erzengel sagt ja dem Mohammed, die alte habe sich überlebt. Zudem, das nur am Rande, der Koran hält auch fest, dass es keine Mutter Gottes gibt und dass Gott keinen Sohn habe. Was glauben wir jetzt? Beides sind große, weltumspannende Religionen geworden. Und wir sind daran gehalten, einer von beiden zu glauben, je nachdem, wo wir aufgewachsen sind, in welchem Gedankengut, in welchem religiösen Bereich. Und damit müsste sich die Sache doch eigentlich haben. Aber nein. Es vergeht rund anderthalb Jahrtausende und da erscheint in Amerika wieder ein Engel,
wieder einem Menschen. Dieser Engel hieß Moroni und er erschien am 21. September 1823 einem jungen Amerikaner, der hieß Joseph Smith. Joseph Smith war ein Zweifler, er war völlig durcheinander bei der Erscheinung. Die Erscheinung sagte ihm, in einer bestimmten Höhle würden sich Metallplatten befinden. Der Joseph Smith suchte die Höhle auf, fand die Metallplatten. Auf den Metallplatten waren Schriften, die er nicht lesen konnte. Der fremde Engel gab dem Joseph Smith zwei Steine. Er nannte sie Urim und Thurim und sagte ihm, wenn du die Steine an den Kopf hältst, kurz, dann kannst du wieder ablegen, dann bist du in der Lage, diese Tafeln, diese Schriften zu übersetzen. Joseph Smith hat das getan und so entstand das Buch Mormon. Das Buch Mormon ist die Religion der Heiligen der letzten Tage. Dass die Schrifttafeln tatsächlich existierten, bezeugten 11 Männer, die sie mit bloßen Augen gesehen hatten und auch angefühlt hatten. Sie wussten, dass es die Tafeln gibt. Das Buch Mormon ist das, was der Engel dem Joseph Smith erzählte. Unter anderem die alte christliche Religion, wie sie von Jerusalem herkomme, habe sich falsch entwickelt. Die Kirche sei eine Art Hure geworden und der Engel sei gekommen, um die Religion zu erneuern. Aber Moment mal. Jetzt hatten wir doch den Gott des Alten Testamentes, von dem wir annehmen müssen, oder die Religion nimmt an, es sei der einzige, der große Gott aller Menschen. In der Bibel steht ja, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die ganze jüdische Religionsgemeinschaft verehrt ja schließlich ihren Jahwe als den einzigen Gott. Dann kommt aber der christliche Gott und sagt, ich bin zwar der Sohn des einzigen Gottes. Dann kommt der Engel Gabriel und erzählt dem Propheten Mohammed wieder etwas anderes. Und dann kommt der Engel Moroni und erzählt dem Joseph Smith schon wieder etwas anderes. Was ist hier eigentlich los? Es können doch nicht alle Religionen recht haben. Der wirkliche Gott, der grandiose Geist der Schöpfung, hätte sich nie und nimmer geirrt. Er hätte nie seine eigene Religion korrigieren, verbessern oder verändern müssen. Zudem in der Zeitlosigkeit, er hätte das Resultat des ganzen Spiels von allem Anfang an schon gekannt. Was stimmt hier nicht? Was machen wir falsch? Ich frage mich, haben eigentlich alle Engel gelogen? Das will ich denen nicht mal unterstellen. Aber sie haben uns alle benutzt. Jeder in seine Weise. Und darauf komme ich noch zurück. Nach christlicher Lehrmeinung und insbesondere nach katholischer Lehrmeinung ist die Mutter Maria die Mutter von Jesus und gleichzeitig die Mutter des Universums. Andere Religionen lehnen das ab. Komisch ist nur, dass diese angeblich nicht existierende Mutter Gottes immer wieder irgendwelchen Menschen erschienen ist. Es gibt hunderte von solchen Erscheinungen. Ich habe darüber vor vielen Jahren mal ein Buch geschrieben, trägt übrigens den Titel Erscheinung. Aber die interessanteste und beweiskräftigste Erscheinung, die fand im Jahr 1917 statt. Und zwar in einem kleinen Kaff. Das Kaff hieß Fatima, liegt in Portugal. Und am 13. Mai 1917 behaupten drei Kinder, sie seien unter einer Eiche gewesen und plötzlich sei über der Eiche ein Licht aufgetaucht. Das Licht formierte sich zu einer weißenden, strahlenden Dame. Über dem Haupt der Dame sei ein Sternenkranz gewesen. Die angebliche Mutter Gottes hat den Kindern telepathische Botschaften übermittelt. Telepathische, nur die Kinder selber hörten etwas im Gehirn. Wer drumherum stand, hörte nichts. Und das Sensationellste an der Fatima-Erscheinung ist der Umstand, dass die Mutter Gottes den Kindern versprochen hat, sie würde jeden darauffolgenden Monat, immer am 13., also 13. Mai, 13. Juni, 13. Juli, würde sie wiederkommen, zur selben Zeit, am selben Ort. Die Kinder erzählten natürlich zu Hause, was passiert war. Ihre Väter haben gespottet, aber die Mütter haben es geglaubt.
So am 13. Mai war die erste Erscheinung, also am 13. Juni gingen ein paar der Damen mit den Kindern hinauf aufs Feld. Sahen, wie die Kinder genau zu angegebenen Zeitpunkt in die Knie fielen, mit irgendwem sprachen. Sie sahen auch ein Licht über der Eiche, aber sie hörten nichts. Am 13. Juni, 13. Juli etc. wiederholte sich dieses Spektakel. Und das sprach sich natürlich in der Gegend herum. Immer mehr Menschen schlossen sich den Kindern an. Am 13. Oktober 1917 waren es rund 80.000 Menschen, die auf dem Felde standen, vorne an einer kleinen Anhöhe, die Kinder vor der Eiche am Boden. Und damals, am 13. Oktober 1917, regnete es. So die rund 80.000 Menschen, man sieht sie zum Teil unter den Schirmen, stehen eng aneinander gedrückt. Und dann passiert plötzlich etwas Ungeheures. Die Regenwolken reißen auf. Die 80.000 starren nach oben. Man sieht in den damaligen, sehr schlechten Schwarz-Weiß-Fotos noch das Licht, das auf den Gesichtern sieht. Die Wolken reißen auf und aus den Wolken erscheint irgendetwas wie ein Fahrzeug oder wie eine Scheibe. Die Scheibe rotierte, drehte sie herum, spie Farbkaskaden aus. Also rot, grün, gelb, blau, alles. Die ganze Landschaft war in völlige Farben eingetaucht. Es gab damals keine Farbfotografie. Also es gibt leider nur schlechte Schwarz-Weiß-Bilder von dem Ereignis. Diese ganze Scheibe, die sich da drehte und Farben ausspuckte, kam auf die 80.000 Menschen zu. Man hatte den Eindruck, sie würde immer größer und größer. Dann hielt sie still und machte die ganze Bewegung der umgekehrten Reihenfolge wieder von den 80.000 Menschen weg. Darüber gibt es Aussagen. Der Generalvikar von Leyra, Leyra ist die zuständige Stadt von Fatima, gab zu Protokoll: Ich erblickte klar und deutlich eine leuchtende Kugel und auch der neben mir stehende Priester sah dasselbe. Anwesend war auch ein anderer Theologe, ein Herr Dr. Bartas. Er sah nur das Licht von vorne als Kugel. Er meinte, von der Seite aus gesehen habe es ausgesehen wie eine längliche Ellipse. Was hat sich hier abgespielt? Ich frage mich, braucht Gott, der wirkliche Gott, so eine Art technischer Hilfsmittel? Jetzt hat er diese angebliche Mutter Gottes den Kindern Botschaften übermittelt, telepathisch. Das älteste der Kinder war die Lucia Santos. Sie schrieb diese Botschaften in ihr Schülerheft, mit Bleistift gekritzelt. Die Dame, die Erscheinung, hatte dem Kind befohlen, sie solle die Botschaft dem höchsten Repräsentanten der Erde überbringen. Für das katholisch erzogene Kind war der höchste Repräsentant der Papst, der Heilige Vater. Also brachte das Kind das Schulheft dem zuständigen Bischof von Leyra. Der las es, schüttelte ein paar Mal den Kopf, begriff nichts, versiegelte es. Und entscheidend ist nun, der Befehl der Mutter Gottes lautete: Diese Botschaft dürfe erst am 13. Oktober des Jahres 1960 veröffentlicht werden. Der versiegelte Briefumschlag kam vom Bischof von Leyra zum Papst. Damals bis heute haben schon 6 Päpste ihr Leben verbracht auf der Erde. Die Botschaft blieb unangetastet, sie gelangte ins heilige Offizium mit dem Befehl, 1960 zu eröffnen. Damals, 1960, war Johannes der 23., ein gutmütiger, liebenswerter Herr, Papst. Man wusste allgemein, das war in der Presse bekannt, dass das dritte Geheimnis von Fatima an diesem Tag der Welt veröffentlicht werden sollte. Deshalb versammelten sich auch Journalisten. Der Papst hat Bischöfe eingeladen zu einer Synode. Es war ein spezieller Raum im Vatikan. Die Türe wurde verschlossen, das Schülerheft der Lucia Santos von damals aufgebrochen. Übersetzer war der Monsignore José Tavares. Draußen warteten Journalisten. Endlich nach einigen Stunden öffneten sich die Türen und alle Journalisten sagen übereinstimmend: Die Männer, die Bischöfe, die Kardinäle, die herauskamen,
seien alle verstört gewesen. Sie hatten schweißverklebte Haarsträhnen in der Stirne gehabt, andere waren blass, hätten sich abgetupft und keiner habe einen Ton gesagt. Niemand durfte etwas sagen. Nur der Papst, also Johannes der 23., musste schließlich etwas sagen. Und er sagte damals den anwesenden Journalisten: Wir können das Geheimnis nicht preisgeben. Es würde eine Panik auslösen. Seltsam. Die Mutter Jesu weiß doch, was sie tut. Sie gibt dem Kind im Jahr 1917 eine Botschaft mit dem Befehl, der höchste Repräsentant der Kirche, der Papst, möge diese Botschaft 1960 veröffentlichen. Die Botschaft wird geöffnet. Keiner der Bischöfe oder Kardinäle darf etwas sagen. Nur der Papst sagt: Wir können das Geheimnis nicht preisgeben. Es würde eine Panik auslösen. Was für eine Panik? Es geht doch um die Mutter Jesu, um die Mutter Gottes. Jetzt darf man sich nicht wundern, wenn anschließend Gerüchte auftauchten. Es ging damals, so in den 60er Jahren, um einen großen Streit im Kalten Krieg, um die Amerikaner und die Russen, um SS-20-Raketen, um Pershing. Es war eine gefährliche Situation. Und es wurde spekuliert in den Medien immer wieder, dieses Geheimnis von Fatima, das nicht veröffentlicht worden sei, müsse etwas mit dem nächsten Weltkrieg zu tun haben. Mit der Vernichtung der Erde. Irgendeine Katastrophe. Sonst hätten die Päpste doch das längstens veröffentlicht. Und die Gerüchteküche brodelte. Und am 30. September 1984 gab der Bischof von Leyra, das ist der Mann, zu dessen Bezirk Fatima gehört, ein Interview und sagte wortwörtlich, Sie sehen es auch hinter mir: Das dritte Geheimnis von Fatima hat nichts zu tun mit Atombomben, nichts mit Pershing und SS-20-Raketen, nichts mit der Vernichtung der Welt. Der Inhalt betrifft unseren Glauben. Es gibt für die Kirche schwerwiegende Gründe, von einer Veröffentlichung abzusehen. Moment. Der Inhalt betrifft unseren Glauben, aber es geht doch um die Mutter Maria, nach katholischer Religionsauffassung die Mutter des Universums, die Mutter Gottes, sozusagen die höchste weibliche Repräsentantin im Himmel, die Mutter von Jesu. Und die gibt 1917 Befehl, man soll ihre Botschaft 1960 veröffentlichen. Und was machen die zuständigen Kardinäle? Der zuständige Papst: Wir können es nicht veröffentlichen. Es würde eine Panik ausbrechen. Die Botschaft betreffe den Glauben. Und Augenzeugen haben am Sonnenwunder berichtet, es habe sich um eine Kugel gehandelt. Andere Augenzeugen sagen, es habe sich um ein längliches Objekt gehandelt, wenn man es von der Seite her gesehen habe. Die Mutter Gottes kann es nicht gewesen sein. Und wenn es nicht die Mutter Gottes war, wer dann? Wer hat dann den drei Kindern von Fatima im Jahr 1917 eine telepathische Botschaft eingeimpft? Wer hatte die Macht, die Technologie, ein Sonnenwunder zu produzieren? Übrigens, das Sonnenwunder wird in der Kirche von Fatima heute noch in den Glasmalereien gezeigt. Welche Macht steht denn dahinter, wenn es nicht die wirkliche Mutter Gottes ist? Aber die Kinder haben doch gesagt, sie hätten die Mutter Gottes geschaut. Und bei vielen anderen Erscheinungen, zum Beispiel in Lourdes, in Frankreich, haben immer auch Kinder gesagt, es wäre die Mutter Gottes gewesen. Stellen Sie sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, folgende Situation vor. Das Gehirn eines Kindes ist noch unbelastet. Es hat noch keine Liebesdramen hinter sich, keine großen Lügengebilde aufbauen müssen. Ein Kind hat noch keine Geldsorgen und Alltagssorgen. Es ist sozusagen noch rein. Man kann sich im Gehirn eines Kindes einnisten, telepathisch. Und weil man weiß, das Kind gehört einer ganz bestimmten Glaubensgemeinschaft an, gibt man in der telepathischen Botschaft vor, man gehöre zu dieser Glaubensgemeinschaft. Man sei also die Mutter Gottes.
Wenn es in Fatima die Mutter Gottes gewesen wäre, hätte man das Geheimnis veröffentlichen können, das sogenannte dritte Geheimnis von Fatima. Übrigens viel später kam der deutsche Papst, den man auch etwas spöttisch den Paparazzi sagt, und hat ein Buch herausgegeben über das dritte Geheimnis von Fatima. Und darin sagt er unter anderem, in dem Geheimnis sei kundgetan worden, dass ein Papst angeschossen würde. Das stimmt ganz einfach nicht. Wenn es um das gegangen wäre, hätten die anderen vorher nicht sagen müssen, es betrifft unseren Glauben, es würde eine Panik ausbrechen, es hat mit unserem Glauben zu tun, wir haben schwerwiegende Gründe etc. Es kann nicht um den Schuss gegangen sein, sonst hätte die Geheimniskrämerei überhaupt keinen Sinn gemacht. Um was ging es? Ich könnte mir Folgendes vorstellen, und das erfinde ich jetzt tatsächlich. Eine außerirdische Macht hat 1913 mit den drei Kindern Kontakt aufgenommen, telepathisch. Die außerirdische Macht hatte die Möglichkeit, sich im Namen der Mutter Gottes zu verkaufen. Man wollte niemanden erschrecken. Aber die außerirdische Macht wusste auch, dass die Religion falsch ist. Sie hat den Kindern eine Botschaft übergeben. Darin könnte gestanden sein, es gibt uns Außerirdische. Ihr Menschen seid nicht alleine. Bereitet euch langsam vor. Wir werden uns mehr und mehr eurer Gesellschaft zeigen. Die Fremden rechneten vom Jahr 1917 bis zum Jahr 1960, würden die Menschen etwa so weit sein mit der Kommunikation, mit der weltweiten, dass man das verbreiten könne. Aber inzwischen, von 1917 bis 1960, ist Fatima zu einem grandiosen Wallfahrtsort geworden. Da entsteht eine riesige Kathedrale mit wunderbaren Malereien, alles zu Ehren der Mutter Gottes. Und jetzt lesen die Päpste, die Botschaften, die Bischöfe und stellen fest, es war gar nicht die Mutter Gottes. Logischerweise ist das ein Schock. Logischerweise haben die alle Schweiß auf der Stirne und verklebte Haare. Logischerweise muss der Papst sagen, wir können das Geheimnis nicht veröffentlichen. Es würde eine Panik auslösen. Sie waren nicht reif dazu. 1960. Inzwischen sollten wir reifer geworden sein. Aber die Außerirdischen, die dieses ganze Spiel inszeniert haben, kriegen langsam so etwas wie eine Wut im Bauch. Sie möchten, dass die Menschheit zur Kenntnis nimmt, dass es sie gibt. Und sie möchten das so machen, dass die Menschheit nicht in Panik ausbricht. Deshalb Schritt für Schritt weiter. Und alles hängt in einem gigantischen Zusammenhang von den Religiösen des Altertums, vom Gott des Alten Testamentes, der übrigens immer wieder mit Feuer, Rauch, Beben und Lärm herniederfuhr, der sich mehrfach in fliegenden Fahrzeugen zeigte, von diesem Gott der jüdischen Religionsgemeinschaft zum Gott der Christen, zum Gott der Muslime, zum Gott der Mormonen und bis in die heutigen Tage zu Fatima und, damit kommt's, zu den neuesten UFO-Sichtungen. So hängt tatsächlich alles zusammen. Die alten Religionen mit der Gegenwart. Übrigens, worin liegt die überzeugende Logik im Fall Fatima? Vergessen Sie nicht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Mutter Jesu ist für die katholische Kirche die absolute oberste Herrscherin. Die gibt einen Befehl. 1960 soll man das Geheimnis veröffentlichen. Aber die oberste Kirchenführung weigert sich, den Befehl ihrer höchsten Göttin, der Mutter Jesu, auszuführen. Und daraus kann man klipp und klar erkennen, wir werden rabenschwarz angelogen. Der Grund ist klar. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass einige der Päpste der Vergangenheit, die das Geheimnis kannten, meinten, hier sei eine böse Macht im Spiel. Man wolle quasi die Kirche prüfen. Das war es aber nicht. Das Sonnenwunder und das, was passiert ist, und die Aussagen des Bischofs von Leyra beweisen das Gegenteil.
und damit kommen wir in die Gegenwart. 1960 hätte das Geheimnis offenbart werden sollen. Schon 1967 haben diese fremden Besucher angefangen, sich in dramatischer Art und Weise zu zeigen. Am 24. März 1967 ereignete sich etwas höchst Rätselhaftes, und zwar über dem Luftwaffenstützpunkt Malmsturm in Montana in den USA. Übrigens, dieser Luftwaffenstützpunkt Malmsturm, was für ein komisches Wort, ist nicht irgendein gewöhnlicher Luftwaffenstützpunkt, sondern das ist die Abschussbasis für Interkontinentalraketen. Damals, 1967, war immer noch Kalter Krieg. Man hatte immer noch Angst, die großen Nationen würden aufeinander losgehen, die Großmächte. So hatten die Amerikaner an mehreren Orten ihre Raketensilos. Dieses Malmsturm in Montana hieß übrigens Oscar Flight, der Stützpunkt. Dort waren 10 Interkontinentalraketen stationiert. Jede Rakete in einem Silo tief in der Erde, jede Rakete rund 1,5 Kilometer vom nächsten Silo entfernt, damit ja nichts passiert, wenn mal etwas explodieren sollte. Zudem, jeder Raketensilo hatte eine unabhängige Stromversorgung. Aber was passiert an diesem 24. März 1967? Der zuständige Oberleutnant hieß damals Robert Salas. Er bekam ein Telefon. Außerhalb des Stützpunkts befindet sich ein oranges, längliches oder ellipsenförmiges Objekt. Und während er noch versuchte, den Kommandanten des Stützpunkts anzurufen, sieht er auf dem Computerbildschirm, dass ein Raketensilo nach dem anderen ausgeschaltet wurde. Da waren also früher grüne Lichter, alles intakt. Jetzt erscheinen überall rote Lichter, rote Lichter, rote Lichter. Die hätten damals nicht eine einzige Rakete starten können. War nicht mehr startklar. Es dauerte später lange, über anderthalb Monate, bis sie wieder startbereit waren. Wie funktioniert das? Jeder Silo ist vom anderen anderthalb Kilometer entfernt. Jeder Silo hat eine eigene Stromversorgung. Und darüber schwebt ein ovales, rötliches Objekt. Wer hat hier eingegriffen? Und welche Macht hat die Technologie zu so einem Streich? Übrigens, das Ganze hat auch sein Gutes. Wenn damals die Großmächte tatsächlich die berühmten roten Knöpfe gegeneinander gedrückt hätten, sie hätten nicht mal eine Abschussrampe starten können. Die fremde Macht hätte es verhindert. Dieser Fall ist klipp und klar bewiesen. Der damalige Oberleutnant Robert Salas hat öffentlich zugegeben, was passiert ist, sogar vor dem amerikanischen Senat. Die Sachen sind publik gemacht worden. Man kennt sie inzwischen mit allen zuständigen Augenzeugen und technischen Daten. Wer es übrigens genau wissen will, alle solche Fälle, die kriegen Sie auch in Google. Gehen Sie mal in Google rein und tippen Sie rein Robert Salas. Dann sehen Sie ihn, wie er sein Geständnis macht und sagt, heute darf er sagen. Damals, 1967, war er zum Schweigen verurteilt. Die Geschichte geht weiter. Und ich nehme nur die zwei, drei wichtigsten, wirklich brisantesten Fälle raus. Am 27. September 1980 bemerken Piloten der Royal Air Force in Brentwaters. Brentwaters ist ein Air Force-Stützpunkt in England. Von der Luft aus, es war Nacht, ein grelles Licht in einem Wäldchen unweit der Piste. Man schickte ein Team raus, also die Piloten sagen aus dem Kontrollzentrum, hallo, was ist da? Sind da irgendwelche Touristen am Werk? Das Team beobachtet ein grelles Licht, das alle komplett geblendet habe. Das Licht blieb stehen im Wäldchen drin. Man konnte in die Nähe gehen, man konnte das Licht sogar vermessen. Es hatte die Form einer Pyramide von 2,7 Metern Länge und 2 Metern Höhe. Die Augenzeugen waren völlig verblüfft und verdattert. Sie gaben ihren Report damals ab. Und damals, 1980, ist der Report auch noch verheimlicht worden. Erst in unserer Zeit, seit die amerikanische, aber auch die britische Regierung die UFO-Akten freigegeben hat, tauchen diese Dinge in der Öffentlichkeit auf. Früher war alles unter dem Tisch verborgen. Und die Geschichte geht weiter. Sie wird immer dramatischer. Am 13. März 1997, am Abend um 20.30 Uhr,
ereignete sich über Phoenix. Phoenix ist die Hauptstadt von Arizona in den USA. Etwas Dramatisches, das Tausende von Menschen sahen und auch filmten und fotografierten. Damals war der Gouverneur von Arizona ein Herr Fife Symington. Der schreibt sich so komisch. Symington. Er war Gouverneur von 1991 bis 1997. Bevor der Herr Symington Gouverneur wurde, war er Kampfflieger gewesen der US Air Force. Er wusste, was in der Luft zuging, und er hielt überhaupt nichts von UFOs. Alles Blödsinn in seinem Kopf. Am Abend in seiner Gouverneurszeit telefoniert von allen Seiten her. Die Telefone hörten nicht auf. Seine Sekretärin haben gesagt: Hallo, die Menschen rufen dauernd an. Sie würden ein riesiges UFO über einem Park sehen in der Nähe von Phoenix, Arizona. Der Gouverneur wollte nichts wissen. Dann ruft seine eigene Frau auch noch an und sagt: Hallo, du musst hier raus. Da ist was Ungewöhnliches. Ich sehe sogar auch etwas von meinem Haus aus. Widerwillig ging er hinaus, zusammen mit seinem Stabschef, mit einem Auto, fuhr in den Park und sah tatsächlich zuerst ein paar Lichter in Dreiecksform. Die Lichter in Dreiecksform formierten sich zu einem gigantischen Dreieck. Und was Sie sehen hier, sind zum Teil Originalaufnahmen. Zum Teil hat man die Dreiecke nachgestellt in einer Computeranimation. Es ist aber genau das, was seinerzeit gesehen wurde und von Hunderten von Augenzeugen berichtet wurde. So, der Gouverneur steht da. Ihm wird sofort klar, als Luftwaffenpilot, dieses Ding ist keine irdische Technologie. Aber er traut sich nicht, das zu sagen. Sie fahren zurück. Unterwegs, und es war damals gerade Halloween-Zeit, da sah man in einem Schaufenster Masken von allen möglichen Gesellen, unter anderem Masken von Außerirdischen. Der Gouverneur bittet seinen Stabschef: Geh in so ein Geschäft rein, hol dir eine Maske von einem Außerirdischen. Am anderen Morgen musste der Gouverneur eine Pressekonferenz machen. Es waren über 30 Journalisten, Kamerateams da. Und der Gouverneur von Arizona sagte, das Ganze am Abend zuvor sei ein Irrtum gewesen. Die amerikanische Luftwaffe habe sogenannte Flakers abgeworfen. Flakers, das ist sowas wie Zündkerzen, die schweben langsam, langsam hernieder. Das war erstunken und erlogen. Aber er hat gelogen und er hat später zugegeben. Dann meinte er zu den verdutzten Journalisten, der einzige Außerirdische, den sie im Park gefunden hätten, sei der da gewesen. Und zeigt auf seinen Stabschef, der die Maske eines Außerirdischen trug. Der kam nach vorne, man hat ihm die Maske abgezogen, alles hat gelacht, die Spannung war weg, Gott sei Dank nichts Schreckliches, nichts Außerirdisches. Die Jahre vergingen. Der Gouverneur kann nur zweimal gewählt werden. Ab 1997 war er nicht mehr Gouverneur. Und jetzt steht der Herr Fife Symington vor der Kamera. Können Sie sofort in Google einsehen. Gehen Sie rein, Fife Symington, oder geben Sie rein Arizona oder Phoenix Lights. Und Sie finden es. Der steht heute vor der Kamera, gibt zu, dass er damals gelogen habe. Er sagt, mir war als Luftwaffenpilot sofort klar, diese Technik hat nichts mit unserer irdischen Technik zu tun. Sowas gibt es nicht. Und die Geschichte, was die Amerikaner gesagt hat, die amerikanische Luftwaffe, sie hätten Flakers abgeworfen, hat sich auch in Luft aufgelöst. Denn die Flakers waren 3 Stunden später abgeworfen worden. Nicht zur Zeit, als Tausende von Menschen das ganze Ding gesehen haben. Jetzt steht er da, gibt zu, er habe gelogen, weil damals hätten sie in Arizona ganz andere Probleme gehabt. Es ging um Finanzen, es ging um Neuwahlen. Zudem, es war eine Art Panik und er wollte die Panik verhindern. Also hat er gelogen. Doch inzwischen steht er dazu. Genau das hat sich abgespielt. Was erfahren wir davon? Nichts. Speziell in Westeuropa herrscht absolute Gleichgültigkeit, absolutes Schweigen. Unsere ganze westliche Medienwelt funktioniert nach demselben System. Alle wollen immer vernünftig sein. Was ist Vernunft? Wenn die Wissenschaft etwas sagt, ist es vernünftig. Die Wissenschaft hält gar nichts von Außerirdischen, geschweige denn von UFOs und solchem Mist. Sie erklären das durch Leichtflugzeuge, durch Laserdiagramme, durch irgendwelche Scheinwerfer im Licht etc. Wenn man vernünftig sein will, kann man nicht unvernünftig sein. Eine vernünftige Zeitung muss vernünftig sein. Eine vernünftige Zeitung kann nicht plötzlich auf der ersten Seite herkommen und sagen, tatsächlich, der Gouverneur von Arizona gibt zu, er habe damals gelogen.
Zumindest nicht bei uns in Westeuropa. In den USA geschieht das. Dort hat sogar ein Senatshearing stattgefunden über all diese Geschichten. Man kennt sie. Hier bei uns nicht. Wir sind alles irgendwie noch Feiglinge. Wir wollen vernünftig sein. Wir verstecken uns hinter der Vernunft. Ja, nichts angeblich Unvernünftiges zu bringen. Jetzt bin ich in der tollen Lage, Geheimnisträger von so manchem Rätsel zu sein. Und weil meine Bücher weltweit bekannt sind, kriege ich auch von allen sechs Enden der Erde immer wieder Dinge zugespielt. Normalerweise schmeiße ich anonyme Briefe in den Papierkorb, aber der, von dem ich jetzt rede, war ein bisschen anders. Da schrieb mir ein Herr ohne Unterschrift in einem sehr, sehr schlechten Deutsch, und er schrieb mir auch, seine Muttersprache sei Spanisch. Und er möchte mir eine Diskette schicken, ich soll sie doch bitte ansehen und auch bekannt machen, denn das sei so aufregend. Es handelt sich um einen UFO-Fall, der hat sich in Puerto Rico am 26. April 2013 abgespielt. Und zwar genau über dem Rafael Hernandez Airport bei der puerto-ricanischen Stadt Aguadilla. Ich habe die Diskette angeschaut und zeige sie Ihnen. Die Aufnahmen sind gemacht worden vom Cockpit eines Kampfflugzeuges aus. Eingeblendet sehen Sie ringsum die exakten Daten, die geografische Position, und zwar immer geändert, auf die Sekunde genau, die Geschwindigkeit des Flugzeuges. Man sieht sogar den Kurs, also rechts, links, dann sieht man im Zentrum ein Objekt, es taucht plötzlich ein glänzendes, ovales Objekt auf, ein UFO. Das rast mit unglaublicher Geschwindigkeit, zuerst über Felder, über Häuser, dann über einen Flugplatz, schließlich kommt das Wasser, ein Seehafen, und dann taucht das UFO ins Wasser ein. Man sieht die aufspritzenden Wasserfontänen. Es handelt sich definitiv nicht um irgendeine optische Täuschung, um keinen Laser oder irgendetwas derartiges. Alle Schwätzer von der Gegenfraktion sollten in diesem Punkt mal endlich den Mund halten. Es wäre wunderbar. Dann taucht dieses seltsame Objekt wieder zum Wasser auf, aber plötzlich sind es zwei. Wie eine Zelle, die sich geteilt hätte. Dieser UFO-Fall ist einzigartig in der Welt. Und er sollte uns zu denken geben. Nur, wir erfahren nichts davon. Es herrscht eine Glocke des Schweigens über unsere westlichen Gesellschaft. Es ist eine Schande. Und genau das wissen die Außerirdischen, die uns beobachten, selbstverständlich auch, dass wir schweigen, dass wir angeblich vernünftig sein wollen, dass wir angepasst sind, dass wir Angst haben. In der Psychologie nennt man das Verhalten Verdrängung. Man will nicht zugeben, was offensichtlich ist. Und weil das die andere Seite auch weiß, zeigen sie sich immer mehr. In Fatima wollten sie es noch auf die sanfte Tour tun. Im Jahre 1960 hätte man der Weltöffentlichkeit sagen können, wie eine Botschaft, hallo, wir sind da, es gibt uns, seid nicht erschrocken, rechnet mit uns, wir tun euch nichts. Aber das Geheimnis und die Botschaft ist ja nicht veröffentlicht worden, wegen der Lügerei der Kirche. Und seither zeigen sich die Fremden immer mehr. Man will die angebliche Vernunft durchbrechen. Was soll denn das alles? Seit Jahrtausenden, Gott im Alten Testament fährt hernieder mit Rauch und Feuer und bebendem Lärm. Haben Sie mal in der Bibel den Propheten Hesekiel gelesen? Der beschreibt ein Fahrzeug, das herniederkommt. Er beschreibt nicht nur, was er sieht. Flügel, Felgen, Metallbeine. Er beschreibt auch den Lärm, was er hört. Vergleicht den Lärm mit dem Getöse eines Heerlagers. All das hat sich abgespielt vor Jahrtausenden. Dasselbe im altindischen Bereich. Ich kenne die altindischen Texte. Ich kenne die Überlieferungen und die Mythologien von allen möglichen Völkern. Und alles wiederholt sich stets. Aber immer näher an uns zu. Man hat doch vor Jahrtausenden die Menschen nicht erschreckt. Es ging immer nur um kleine Gruppierungen. Und heute dasselbe. Aber heute haben wir ein interkontinentales Kommunikationssystem. Und heute sollte die Botschaft schneller durchgehen. Die Fremden haben es langsam satt. Sie zeigen sich immer öfter und immer eindrücklicher. Und das ist eigentlich die Botschaft. Nehmt uns endlich ernst. Wir tun euch gar nichts. Dabei bei der Technologie, die sie haben,
Erinnern Sie sich, wie die Raketen in Malmstorm abgestellt wurden? Bei der Technologie, die Sie haben, erinnern Sie sich an das riesige dreieckige Flugzeug über Phoenix, Arizona, das fremde Objekt. Bei der Technologie könnten die uns jederzeit mausetot machen, wenn sie wollten. Sie könnten die Erde beherrschen, sie könnten die Menschen übernehmen. Aber sie tun's nicht. Warum eigentlich nicht? Und dahinter steckt eine uralte Wahrheit. Auf die komme ich gleich. Im Alten Testament, in der Bibel also, und das gilt sowohl für die jüdische Gemeinschaft in der Tora, wie auch für die muslimische, denn die kennt die Geschichte auch, wie auch für die christliche Welt, da liest man ganz kurz von einem Typen namens Henoch. Kurz, zwei Sätze. Der Henoch sei der siebte Patriarch gewesen vor der Flut und der Henoch sei mit einem feurigen Wagen in den Himmel aufgenommen worden. Sonst erfährt man gar nichts von dem Henoch. Und trotzdem, derselbe Henoch ist Autor eines Buches. Das Buch Henoch stand nie in der Bibel. Es gehört zum alten äthiopischen heiligen Schrifttum. Ich will die ganze Geschichte jetzt nicht erzählen. Tatsache ist, wir haben ein Buch Henoch vom Äthiopischen übersetzt ins Englische und vom Englischen ins Deutsche. Ganz knapp. Henoch war etwa 12-jährig, als er eine Begegnung mit Außerirdischen hatte. Damals ist er mitgenommen worden von den Außerirdischen nach oben, und zwar in ein Mutterraumschiff. Es sind schöne, köstliche Passagen, die sich da abspielen. Henoch ist da oben und er lernt die Sprache der Fremden. Schließlich lernt er schreiben. Dann diktiert man ihm Bücher. Er schreibt über 300 Bücher, dieser Henoch. Henoch kommt von dem Mutterraumschiff, von der Station im Weltall, immer wieder auf die Erde, hin und zurück. Er nennt übrigens die Außerirdischen nie Götter. Er nennt sie in Englisch Guardians of the Sky oder auf Deutsch Wächter des Himmels. Er kommt wieder hernieder und muss feststellen, dass eine Gruppe dieser Wächter des Himmels, in Wirklichkeit der Außerirdischen, Sex mit Menschentöchtern haben wollen. Das liest sich im Buch Henoch so, ich blende es Ihnen auch ein, als die Himmelssöhne die lieblichen Töchter der Menschen sahen, gelüstete es sie nach ihnen und sie sprachen untereinander, wir wollen uns Weiber unter den Menschentöchtern nehmen. Und sie schwuren und verpflichteten sich untereinander durch Verwünschungen, diesen Plan auszuführen. Es waren ihrer im Ganzen 200, die in den Tagen Jarets auf den Gipfel des Berges Hermon herabstiegen. Und sie begannen, zu den Menschentöchtern hineinzugehen und sich an ihnen zu verunreinigen. Das heißt also, die haben Sex gehabt mit hübschen Männchen. Irgendeine außerirdische Gruppe, nach einer langen Fahrt, gelüstete sie nach Sex. So ähnlich wie vielleicht unsere Matrosen nach einer langen Fahrt im früheren Jahrhundert dringend Sex brauchten. Aber Entschuldigung, ich kenne den Einwand, das geht doch gar nicht. Außerirdische wären doch niemals menschenähnlich. Die hätten doch nicht dieselben Geschlechtsteile wie wir. Oder geht's eben doch? Und haben wir auch das in der Religion verdrängt? Es gab vor vielen Jahrzehnten einen schwedischen Nobelpreisträger, der hieß Svante Arrhenius. Und der hat mal eine Geschichte in die Welt gesetzt, die nennt man Panspermia. Übrigens, wenn Sie ins Internet gehen, unter Panspermia, eine tolle Literatur inzwischen. Ich erkläre Panspermia ganz kurz, denn das ist Bestandteil meiner früheren Vorträge und einige der Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das vermutlich schon. Ganz kurz. Irgendwo im Universum entsteht die erste intelligente Lebensform und diese Lebensform hat ein Interesse daran, ihre eigene Art im Universum auszubreiten. Zumindest in einem bestimmten kleineren Sektor ihrer Milchstraße. Jetzt nimmt man keine Raumschiffe am Anfang, man macht es ganz anders. Man nimmt Lebensbausteine. Ja, was soll denn das wieder sein? Ja, reiben Sie mal an Ihrem Arm. Allein durch die Reibung haben Sie jetzt ein paar tausend Zellen weggerieben. In jeder einzelnen Zelle drin ist die berühmte DNS. Diese Spirale, diese Doppelhelix, Desoxyribonukleinsäure heißt das Zeug.
In der DNS ist die gesamte Erbinformation nicht nur für Ihren Körper, ob Sie blaue Augen haben, blonde Haare, dicke Lippen oder nichts, alles in der DNS enthalten, sondern auch die ganzen Informationen Ihrer Vorfahren. Jetzt nimmt man also gleich Trillionen von DNS. Die packt man in kleine Kügelchen. Die schickt man vom eigenen Sonnensystem strahlenförmig hinaus ins Universum. Die Kügelchen sind so ausgelegt, dass sie sich nach kurzer Zeit auflösen. Jetzt schwimmt eine Lebenswolke im Universum, angetrieben vom Druck der Sonnen. Selbstverständlich wissen diejenigen, die damit angefangen haben, der größte Teil dieser Lebensbausteine wird in irgendwelchen Sonnen verglühen. Andere geraten in den Anziehungsbereich von Planeten, die überhaupt nicht geeignet sind, zum Beispiel Jupiter-Typen, Methan, Ammoniak etc. Ein anderer Teil bleibt für Ewigkeit zu Ewigkeit irgendwo im Universum. Aber ein winziger Bruchteil landet auf ähnlichen Planeten wie die, die mit dem Spiel begonnen haben. Und jetzt beginnt Evolution. Komischerweise, die Evolution hat eine Information von allem Anfang an. Wir sind Produkte der Evolution. Die Evolution wird überhaupt nicht bestritten. Nur die Evolution begann nicht in der Ursuppe. Nicht dort haben sich die Atome gebildet, geformt zu Molekülketten. Die Information kam bereits von außen. Komischerweise steht genau das in den alten heiligen Überlieferungen. Sowohl in alten tibetanischen Büchern, man findet es im Kantschur, im Tantschur, bei den Japanern und sogar in unserer Bibel. Dort liest man, und Gott oder die Götter schufen die Menschen nach ihrem Ebenbilde. Wir wären nach dieser Überlieferung Ableger eines anderen Systems. Und die Geschlechtsapparate sind kompatibel. Es funktioniert tatsächlich. Aber der Skeptiker sagt natürlich, mag ja alles sein, hypothetisch und etwas verrückt weit hergeholt. Aber jedes Kind weiß doch, dass man die Distanzen von Stern zu Stern nicht überbrücken kann. Auch wieder falsch. Auch wieder aus der Vernunft heraus. Es ist in Wirklichkeit eine Unvernunft. Hier nur ein kleines Beispiel. Ohne Hokuspokus, ohne Überlichtgeschwindigkeit, ganz simpel. Jeder kennt den amerikanischen Space Shuttle. Mit jedem Schuss knallen sie rund 30 Tonnen Nutzlast in eine Umlaufbahn. Die werden zusammengesetzt zu einem riesigen Gebilde. Es entsteht ein gigantischer Ring. Wenn der Ring fertig ist, dreht man den mal um die eigene Achse. Durch die Eigenrotation entsteht im Innern Zentrifugalkraft. Wirklich wie eine künstliche Schwerkraft. Sie schweben nicht mehr herum. Und dann muss man im Ring ein Triebwerk anbringen. Und dann beginnt eine Reise. Eigentlich ganz langsam. Amerikanische Astrophysiker haben schon vor langem ausgerechnet, wenn so ein riesiges Gebilde sich mit lächerlichen 2% der Lichtgeschwindigkeit bewegen würde, würde es die Distanz von 10 Lichtjahren in rund 500 Erdenjahren überbrücken. Hey, 500 Jahre, überlebt doch keiner. Ist auch nicht nötig. Betrachten Sie dieses Raumschiff als Generationenraumschiff. An Bord wird gelebt, geliebt, geboren und gestorben. Vielleicht kommt erst die 28. Generation am Ziel an. Das spielt keine Rolle. Sie können sich ein Generationenraumschiff vorstellen wie ein gigantischer Ozeandampfer. Da gibt es Sportstadien, da gibt es Rennstrecken, da gibt es verschiedene Restaurants, vielleicht den Griechen und die Italiener. Man lebt von Generation zu Generation. Dieses Generationenraumschiff kommt irgendwann in ein neues Sonnensystem. Sucht nach einem erdähnlichen Planeten. Nach neuesten Berechnungen der NASA, und das sind Berechnungen, die gemacht worden sind vom Weltraumteleskop Hubble, gibt es alleine in unserer Milchstraße rund 5 Milliarden erdähnliche Planeten. So, das Generationenraumschiff geht in Orbit. Man schickt jetzt kleinere Zubringerraumschiffe auf den neu entdeckten Planeten. Man gibt der Besatzung da unten 500 Jahre Zeit, ein zweites Generationenraumschiff zu bauen. Ja hallo, da ist doch gar nichts auf dem neuen Planeten. Am Anfang nicht. Wir, bei uns auf der Erde, wir haben zurzeit eine Industriegesellschaft. Und wie lange, seit wann haben wir eine Industriegesellschaft? 150, 180 Jahre? Die Industriegesellschaft, die wir haben, schafft es heute, Raumschiffe zu bauen. Aber die Industriegesellschaft hat eine lange Entwicklungsgeschichte. Evolution der Technologie. Unsere Großväter, Urgroßväter etc. mussten seit Jahrtausenden bis zur Industriegesellschaft alles Mögliche entdecken. Metalllegierungen, Kunststoffe, Elektrizität, Chemie, Biologie, all das hat man nicht. Die da draußen, im Mutterraumschiff,
Die brauchen die jahrtausendjährige Entwicklungsgeschichte nicht. Die haben die fixfertigen Daten in ihrem Computer. Die sagen vom Orbit aus ihrer Besatzung auf dem Planeten, hey, dort unten findet ihr Rohstoffe, Öl, Mineralien, alles Mögliche. Jetzt gibt man ihnen meinetwegen nur 400 Jahre, um die Industriegesellschaft aufzubauen. Wir haben es ja in 180 Jahren getan. Und dann nochmals 100 Jahre, also im Ganzen 500 Jahre, ein zweites Raumschiff zu bauen. Mit der Industrie können sie es bauen, wir könnten sie auch. Und dann wird es spannend. Ursprünglich startete ein Raumschiff von der Erde, war 500 Jahre unterwegs. Nach 500 Jahren Pause kommen sie auf einen Planeten. Sie haben weitere 500 Jahre, ein zweites Raumschiff zu bauen. Jetzt gibt es das Alte und das Neue. Jedes breitet sich wieder aus, jedes wieder 500 Jahre unterwegs, Durchschnittswerte. Und wiederum nach 500 weiteren Jahren ein zweites, also 2, 4, 8, 16, jetzt kommt ein Schneeballsystem in Gang. Bei einer Ausbreitungsgeschwindigkeit von lächerlichen 2% der Lichtgeschwindigkeit würden wir unsere gesamte Milchstraße in 10 Millionen Jahren kolonisieren. Von einem einzigen Punkt aus. Der ganze Aufwand, den die Menschheit gehabt hätte, wäre das erste Generationenraumschiff. Also die Skeptiker, die sagen, das geht alles nicht. Man kann Lichtjahre nicht überbrücken. Vergessen Sie es. Das ist Unvernunft. Dabei, in der modernen Literatur der Astrophysik spricht man von utopischen Möglichkeiten der Ausbreitung in der Zukunft, von Überlichtgeschwindigkeiten, von Raumkrümmungen. Darauf gehe ich gar nicht ein. Selbst mit der primitiven Methode des Generationenraumschiffs könnte man es machen. Jetzt ging diese Rechnung, die ich aufgetan habe, von 2% der Lichtgeschwindigkeit aus. In 100 Jahren erreichen wir vielleicht 4 oder 5% der Lichtgeschwindigkeit. Dann geht es keine 10 Millionen Jahre, dann geht es viel schneller. Man kann sich sehr wohl ausbreiten. Und die Außerirdischen, die wussten ganz genau, wegen ihrer Astronomie, auf welchem Planeten ist Panspermia, ist die Botschaft aufgegangen. Es war kein Zufall, dass Außerirdische vor Jahrtausenden auf unsere Erde kamen. Sie wussten ganz genau, welche Ziele sie ansteuern müssen. Sie haben damals die junge Menschheit erst geschaffen. Übrigens, es gab ja nicht nur die guten Außerirdischen. Ich habe es schon erwähnt vorhin, im Buch Henoch, da gab es Meuterer. Die wollten Sex betreiben mit hübschen Menschentöchtern. Und sie haben es gemacht. Dasselbe lesen sie übrigens auch in der Bibel, gleich bei Moses. Als aber die Gottessöhne sahen, dass die Töchter der Menschen schön waren, nahmen sie sie zu Weibern, welche sie nur wollten. Ich habe die Bibeltexte nicht erfunden, ich zitiere sie nur. Also hat es Geschlechtsverkehr gegeben zwischen den Außerirdischen und unseren Töchtern. Die Geschlechtsapparate waren kompatibel, weil wir vom selben Stamm her stammen. Und die Frage, wieso uns denn diese Außerirdischen seit Jahrtausenden bis in die Gegenwart nichts tun, löst sich. Wir gehören zur selben Art. Wir sind Ableger eines anderen Systems. Seit Jahrtausenden bis heute. Die Religionen sind definitiv falsch. Es gibt nicht den einen Gott. Es gibt auch nicht den einen Christengott. Es gibt nicht die Mutter Gottes. Die Götter, die sogenannten, die Propheten widersprechen sich im Christentum, bei Jahwe, bei den Mormonen, bei den Muslimen. Hallo, Götter können sich doch nicht irren, sie haben noch nicht gelogen. Und trotzdem ist es so. Man hat sich immer der jeweiligen Gesellschaft angepasst, um die nicht aufzuwiegeln, aufzubringen. Vielleicht steht dahinter sogar ein bösartiger Gedanke. Religionen sind immer rechthaberisch. Und Rechthaberei führt immer zu Kriegen, führt immer zu Konflikten. Und der Gedanke dahinter könnte sein, Konflikte schaffen Technologie. Die Menschheit soll Technologien entwickeln, bis sie so weit ist, dass sie selbst wieder Raumfahrt betreiben kann. Wir stehen kurz vor diesem Ziel. Wir können bald wieder Raumfahrt betreiben. Bei all dem fragt man sich, muss man nicht atheistisch werden? Muss man nicht jeden Gott ablehnen, wenn man so denkt wie ich? Nein. Am Anfang haben wir in der Physik den Urknall und die berühmte Frage,
Was initiierte den Urknall? Am Anfang haben wir in der Philosophie und der Religion den Begriff Gott. Am Anfang war das Wort Gottes, die Schöpfung, die Ausbreitung. Wir sind Bestandteil davon, aber wir begreifen den Anfang nicht. Deshalb sagen wir respektvoll und mit jeder Religion ganz bescheiden, hier ist so etwas, das wir Gott nennen. Ich sage, der grandiose Geist der Schöpfung. Aber dieser Gott ist nicht zuständig für unsere Kriege, für das Affentheater, das wir hier vollführen seit Jahrzehntausenden. Dafür zuständig sind die Religionen. Hinter den Religionen steckt wieder eine Botschaft der anderen. Bis in die Gegenwart, bis wir erkennen, wir alle gehören zum Spiel. Und das ist noch eine Kleinigkeit, mit der ich abschließen möchte. Es gibt ja die Religion der Mormonen. Irgendein Engel hat dem Herrn Joseph Smith Botschaften überliefert. Und das Buch Mormon ist das Produkt dieser Botschaften. Und dort liest man herrlich: Wohl dem, der diese Dinge ans Licht bringt. Ich zähle mich zu einem von denen, die diese Dinge ans Licht bringen. Es ist in unseren Genen, dass wir nach Jahrtausenden die Botschaft öffnen und dass wir sie weitergehen. Ich habe kein schlechtes Gewissen bei meiner Arbeit. Ich bin dankbar, dass ich dazugehöre, ein bisschen zur Aufklärung beizubringen. Und diese Aufklärung begann vor Jahrtausenden und kommt immer näher an die einzige Wahrheit, die es überhaupt gibt. Das Universum wimmelt von fremden Lebensformen. Wir sind nie und nie allein. Wir sind nicht nur durch die Evolution groß geworden, denn die Ursache, der Startpunkt der Evolution, kam von außen. Die Götter schufen die Menschen nach ihrem Ebenbilde. Wir alle gehören zu dem Spiel. Und wir sollten uns nicht fürchten vor den Außerirdischen. Wir sollten die Gedanken an UFOs nicht verdrängen. Wir sollten langsam merken, dass das eigentlich unsere Brüder sind, die uns gar nicht schockieren wollen, aber die langsam wünschen, dass wir es begreifen. Haben Sie es begriffen? Und am Rande noch etwas sehr Wichtiges. Einige der UFO-Fälle, auf die ich hier eingegangen bin, werden ausführlich behandelt in dem Buch hier von Leslie Kean. Es ist das sensationellste UFO-Buch, das mir je in die Hände gekommen ist. Übrigens, hier sprechen ausgediente Militärs, hier sprechen Berufsoffiziere, Politiker endlich das aus, was sie vor 10 und 20 Jahren nicht aussprechen durften. Ich kann es heiß empfehlen.